Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte zügig Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin des Innern und für Heimat, Özdemir. Schönen guten Abend, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aktuelle weltpolitische Entscheidungen und Entwicklungen bilden sich derzeit auch in der Bundesrepublik auf vielfältige Art und Weise ab. Damit einhergehend haben wir mehr als 1 Million Menschen aus der Ukraine hier in unserer Bundesrepublik Deutschland Zuflucht und Heimat gegeben und die damit einhergehenden Herausforderungen für alle damit befassten Stellen sind uns bekannt. Beispielhaft für die geleistete Arbeit und den Umgang mit diesen Herausforderungen möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch im Namen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, den Ausländerbehörden ganz herzlichen Dank aussprechen. Die bestehenden Herausforderungen werden wir gemeinsam nur gut lösen können, wenn wir die Arbeit der Behörden im Migrationsbereich besser gestalten. Dazu haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam vereinbart. Künftig werden Daten zu sozialen Leistungen, zur Integration und zum Arbeitsmarktzugang von Ausländerinnen und Ausländern im Ausländerzentralregister auch verankert werden. Wir wollen Datenübermittlungswege und Abfrageprozesse der Ausländerbehörden und Sozialleistungsbehörden verkürzen. Des Weiteren wollen wir mit diesen Regelungen erreichen, dass Behördenentscheidungen auf Grundlage stets aktuellster Informationen getroffen werden. Das gilt für Leistungsbezug Beginn wie auch für Leistungsbezug Beendigung. Die Regelungen dienen auch dazu, den Betroffenen unnötige Behördengänge auch zu ersparen. Dies entlastet ebenfalls die Behörden, Gesundheit, weil Verwaltungsabläufe dadurch auch effektiver werden. Existenzsichernde Leistungen werden künftig damit auch im Ausländerzentralregister abgebildet werden. Neu ist zudem etwa, dass die Ausländerbehörden künftig automatisiert über das Ende eines Leistungsbezuges, zum Beispiel wegen Vorzugs, informiert werden. Auch das Feld der Verpflichtungserklärungen haben wir hier in den Blick genommen. Künftig soll sich aus dem Ausländerzentralregister selbst bereits ergeben, wie viele Verpflichtungsermächtigungen eine einzelne Person im Inland abgegeben hat und ob es in der Vergangenheit beispielsweise Fälle gab, in denen öffentliche Mittel aufgewendet werden mussten, weil eine Inanspruchnahme eben dieser, die Verpflichtungserklärung abgebenden Person, nicht möglich war. Gleichzeitig wird dieses Register künftig als Datengrundlage dienen für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen, die die Ausübung eben abhängiger Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern klar betreffen. Die Verfahren im Zusammenhang mit der Erwerbsmigration in Deutschland, dringend benötigte Fachkräfte, werden damit vereinfacht, beschleunigt und auch entbürokratisiert. Bedeutsam sind die Veränderungen, die den Abruf von Informationen im automatisierten Verfahren betreffen. Wir haben die Voraussetzungen für eine Teilnahme an diesem Verfahren vereinfacht und eröffnen allen öffentlichen Stellen auch den Zugang zu selbiger. Damit ist das AZR künftig zur Aufgabenerfüllung auch schneller im Zugriff. Zeitaufwendige, händische, einzelfallbezogene, manuelle Abfragen und Anfragen werden damit bei den zuständigen Stellen und Behörden entfallen. Dieses Gesetz ist ein Meilenstein. Die ausländerrechtliche Verwaltung, die Migrationsverwaltung wollen wir damit zukunftsfähig auch ertüchtigen und zusammengefasst. Künftig werden unsere Behörden bundeseinheitlich mehr wissen. Sie wissen es schneller und auch automatisiert mit einem hohen Maß an Datenschutz und kurzum schnelle Entscheidungen mit Augenmaß und Ermessen für die Redlichen und konsequentes Auftreten in der Verwaltungsvollstreckung gegenüber den Unredlichen. Ich bitte um gute Beratungen und gute Berichterstattergespräche im Verfahren, im parlamentarischen Verfahren und freue mich schon jetzt auf die Verabschiedung dieses Gesetzes in diesem Haus und danke Ihrer Aufmerksamkeit.
Das Wort hat der Kollege Detlef Seif für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nicht nur für den Bereich der Sicherheit ist es wichtig, dass Behörden verfügbare Daten und Informationen auch tatsächlich nutzen können, wenn sie für ihre Entscheidungen erheblich sind. Und genau das Ziel verfolgt der vorliegende Gesetzentwurf zur Anpassung der Datenübermittlung im Ausländer- und Sozialrecht. Die Initiative geht letztlich auf einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 2. November 2022 zurück. Veranlasst durch den Massenzustrom aus der Ukraine soll eine verlässliche Datenlage geschaffen werden. In zahlreichen Fällen sind Ausländerbehörden auf Informationen zum Sozialleistungsbezug angewiesen. Andersherum benötigen Leistungsbehörden Angaben zum Aufenthaltsstatus, aber auch zu anderen aufenthaltsrechtlichen Sachverhalten. Aktuell sind die Behörden, das hat der Staatssekretär auch schon angedeutet, nicht in der Lage, alle relevanten Informationen auszutauschen und vor allen Dingen auch zügig auszutauschen. Es ist deshalb richtig und zu begrüßen, dass zukünftig über das Ausländerzentralregister automatisierte Mitteilungen, und zwar in Form von Push-Nachrichten, erfolgen sollen. Hierdurch wird die zuständige Ausländerbehörde in die Lage versetzt, die Voraussetzungen für die Gewährung des Aufenthaltstitels zu überprüfen. Aber auch andersherum wird das Risiko ausgeschlossen, dass Leistungen weiter gewährt werden, obwohl die Grundlage dafür entfallen ist oder etwa dass Doppelzahlungen erfolgen. Wenn ich jetzt die Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner gestrigen Regierungserklärung mit dem üblichen enthusiastischen und leidenschaftlichen Stil richtig interpretiere, ist er stolz darauf, dass Deutschland und Polen die meisten registrierten ukrainischen Schutzsuchenden aufgenommen hat. Es ist und bleibt richtig, um das klarzustellen, dass Deutschland Ukrainer, die vor dem Krieg geflüchtet sind und flüchten, hier aufgenommen hat und aufnimmt. Bundeskanzler und Bundesinnenministerin lenken aber davon ab, dass sich in der Europäischen Union einige Mitgliedstaaten einen schlanken Fuß gemacht haben. Während Deutschland 1.090.000 Ukrainer aufgenommen hat, handelt es sich in Italien nur um 167.000 Menschen und in Frankreich sogar nur um 70.000. Ukrainer, die in anderen Mitgliedstaaten bereits aufgenommen waren, sind von dort nach Deutschland zurückgewandert. Die Union hat im Innenausschuss bereits frühzeitig auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Die Bundesregierung hat nur zugeschaut und nichts getan und nicht innerhalb der EU für eine solidarische Verteilung versorgt. Meine Damen und Herren, wir würden heute als Deutschland viel besser dastehen, wenn das geschehen wäre. Und die Bundesregierung muss deshalb, und das ist noch wichtiger als Datenaustausch an dieser Stelle, dafür sorgen, dass wenigstens in der Zukunft das Ganze anders läuft. Und da das vom ersten Tag an geleistete Bürgergeld offensichtlich dafür sorgt, dass die meisten aufgenommenen Ukrainer überhaupt kein Interesse daran haben, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, muss der Rechtskreiswechsel für die Zukunft rückgängig gemacht werden. Und am besten wäre es natürlich, wenn das Bürgergeld zukünftig insgesamt so ausgestaltet wird, dass die Menschen hierdurch nicht vom Arbeiten abgehalten werden. Datenaustausch ist gut, aber noch wichtiger ist an dieser Stelle, dass die Bundesregierung diese Themen auch adressiert. Inhaltlich ist zu begrüßen, dass die Dokumentenprüfung, die im Rahmen der Identitätssicherung und Überprüfung erfolgt, nun auf der Grundlage eines einheitlichen IT-Sicherheitsstandards erfolgt. Dann können die Dokumente einheitlich aufgenommen und tatsächlich bei jeder Behörde verwendet und herangezogen werden, ohne dass das Ganze nochmals händisch erfolgen muss. Das führt zu einem einheitlichen, sicheren und schnellen Verfahren. Die angestrebte Umsetzung ist meines Erachtens aber nur die zweitbeste Lösung. Noch besser wäre es, wenn eine Blockchain-Lösung umgesetzt würde, wie sie zurzeit vom BAMF mit dem Fraunhofer Institut entwickelt wird. Hierdurch wäre ein zeitnaher und vor allen Dingen medienbruchfreier Informationsaustausch sichergestellt, was Verfahrensdauer und Aufwand deutlich reduzieren würde.
Es ist völlig unverständlich, dass im Haushaltsentwurf für 2024 eine drastische Kürzung der Mittel für IT beim BAMF vorgesehen ist. Das Projekt wäre nicht mehr finanzierbar. Die Ampel muss deshalb für die IT beim BAMF auch im Jahr 2024 auskömmliche Mittel zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Misbah Khan für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die deutsche Migrationspolitik steht für vieles. Sie steht aber nicht für Kontinuität. In unserer Geschichte haben wir mal das Bekenntnis zum Einwanderungsland deutlich hervorgehoben und mal wirkt es so, als hätten wir mehr ein Bekenntnis zum Abschied benannt. Mal rufen wir willkommen und mal rufen wir, ja, ihr seid eigentlich willkommen, aber nicht in unserem Land und am besten auch nicht in der EU, in einem Drittstaat also am liebsten. Mal setzen wir uns ein für Integrationsförderung und mal sollen die Ausländer sich einfach so verhalten wie wir und dann passt das schon, mehr braucht man dann auch nicht. In Deutschland leben über 20 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Das sind 25% unserer Bevölkerung. Menschen, denen tagtäglich die Zugehörigkeit zu Deutschland abgesprochen wird. Jeden Tag, an dem die AfD im Plenum sitzt, jeden Tag, an dem die Union die Strategie verfolgt, Ausländerinnen und Ausländer zum Problem zu emotionalisieren und jeden Tag, an dem morgens jemand im Bus oder in der Bahn sitzt und komisch angeguckt wird wegen der Hautfarbe, wegen der Religion oder wegen der Sprache. Jeder dieser Tage schreit laut, du gehörst nicht zu Deutschland, du bist kein Deutscher, du bist nicht unser Wir. Das ist ein Armutszeugnis für dieses Land und unwürdig unserer Geschichte. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Politik nicht gegen diese 20 Millionen Menschen gemacht wird mit Einwanderungsgeschichte, sondern für sie, genauso wie für alle anderen. Doch dieser Weg ist noch eine ganze Weile hin. Das zeigt auch der Blick in die Verwaltung. Unsere Verwaltung hat eine Menge Daten über unsere Bürgerinnen und Bürger, die alle in sogenannten Registern gespeichert werden, unterschiedlichen Registern, ähnlich wie Schubladen. Außer jemand oder seine Familie kommt ursprünglich nicht aus Deutschland. Dann stecken wir all diese Menschen in eine Schublade, das Ausländerzentralregister. Und seit es das Ausländerzentralregister gibt, die Verabschiedung war 1994, wurde es sage und schreibe 43 Mal reformiert. Es ist mittlerweile eines der größten automatisierten Register unserer öffentlichen Verwaltung geworden. Über 30 Millionen Datensätze stecken da drin über alle Bereiche des persönlichen Lebens. Von Menschen, die zu uns kommen, weil sie Schutz suchen oder zu uns kommen, weil sie ein Arbeitsangebot haben. Und Zugriff haben mittlerweile nahezu alle öffentlichen Stellen. Gerichte, die Polizei, die Nachrichtendienste, Jobcenter, Jugendämter und so weiter. Und schon 2000 gab es pro Arbeitstag über 260.000 Datenabfragen. Das ist eine ganze Menge. Deshalb ist es auch gut, dass wir als Ampelkoalition weiter am Ausländerzentralregister arbeiten. Wir korrigieren aber auch Versäumnisse der letzten Jahre. Ein paar wurden angesprochen. Ich möchte andere Schlagpunkte noch setzen. Wir fokussieren uns auch auf den Datenmissbrauch. Wir wollen ihn effektiv erkennen, wir wollen ihn verhindern. Wir wollen mehr Schutzmechanismen etablieren. Wir freuen uns vor allem auch, dass das Datenschutzcockpit zu mehr Transparenz führt. Denn das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung gilt für alle Menschen, egal ob sie hier geboren sind oder ob sie als dringend benötigte Arbeitskräfte zu uns kommen. Dabei haben wir die Belange derjenigen im Blick, deren Daten auch in den Registern gespeichert wird. Wir wollen das Vertrauen in unseren modernen digitalen Staat schaffen. Und das bedeutet natürlich auch eine Verfolgung von Missbrauch und mehr Transparenz. Deutschland fokussiert sich auf Zuwanderung. Das ist auch dringend notwendig, denn jedes Jahr zeigen wir mit den Daten, die wir haben, immer deutlicher, dass wir mehrere hunderttausend Arbeitskräfte brauchen. Allein um die Arbeitsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft konstant erhalten zu können. Die Babyboomer-Generation beginnt in Rente zu gehen und zu sagen, dass Deutschland Migration braucht, ist damit keine Ideologie, es ist Demografie. Und der demografische
Wandel, dem müssen wir jetzt begegnen, auch mit einer leistungsfähigen Einwanderungsbehörde. Denn die Infrastruktur im Migrationsbereich ist an allen Ecken und Enden überholt, sowie an vielen Stellen Infrastruktur überholt ist. Und die Ausländerbehörden sind strukturell überlastet, und das schon seit vielen Jahren. Und wie in ganz, ganz vielen Kommunen haben wir hier eine hohe Arbeitsbelastung, die sich zum Beispiel zeigt, weil Fachkräfte aus dem Ausland monatelang warten müssen, bis sie ihre Visumsbescheide bekommen. Das sind Symptome für dysfunktionale Verwaltung, die feststecken im analogen Zeitalter. Und das heißt, Digitalisierung, daran führt kein Weg vorbei. Und das bedeutet natürlich auch beim Thema Datenübermittlung. Der Bundeskanzler und die Ministerpräsidentin haben im November 2022 auch schon beschlossen, dass die Ausländerbehörden vollständig digitalisiert werden sollen. Das ist ein guter und wichtiger Schritt. Wir brauchen Investitionen in die Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Wir brauchen funktionierende Schnittstellen. Und wir brauchen Behörden, die auf der kommunalen Ebene dadurch entlastet werden. Die Maßnahmen können dafür sorgen, dass wir an der Stelle zu dem Punkt wieder Vertrauen in die Verwaltung gewinnen können. Wenn das gelingt, ist die 44. Änderung des Ausländerzentralregisters gut genutzt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abgeordnete Steffen Janich für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin einer ehemaligen Fraktion, meine Damen und Herren! Im vergangenen Jahr betrug der Sollwert des gesamten Bundeshaushalts insgesamt knapp 500 Milliarden Euro. Der mit Abstand größte Anteil an Ausgaben entfiel auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, nämlich ca. ein Drittel des Bundeshaushalts. Das macht ungefähr 161 Milliarden Euro. Davon wiederum wurden über 42 Milliarden Euro an Leistungen nach dem zweiten und dritten Sozialgesetzbuch oder gleichartige Leistungen ausgereicht. Das sind überwiegend Leistungen für die Grundsicherung oder die Arbeitsförderung. Von den 5,5 Millionen Menschen, die in diesem Jahr Bürgergeld in Deutschland bezogen haben, waren 53% Deutsche und 47% Ausländer. Das heißt, es waren ca. 2,6 Millionen Ausländer unter den Leistungsempfängern. Hierunter fallen etwa 700.000 Ukrainer, ca. 500.000 Syrer, ca. 200.000 Türken, rund 182.000 Afghanen und ca. 115.000 Iraker, um nur die größten Gruppierungen zu nennen. Und wo so viel Geld im Spiel ist, da ist die Kriminalität leider auch nicht fern. So hat die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt, dass die Jobcenter im Hinblick auf die Grundsicherung für Arbeitssuchende, also auf Bürgergeld, im vergangenen Jahr rund 119.000 Fälle von Leistungsmissbrauch oder des Verdachts auf Leistungsmissbrauch dokumentiert haben. Der Zoll leitete im Jahr 2022 ca. 85.700 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Leistungsbetrugs gegen Bürger oder bei Bürger- oder Arbeitslosengeld ein. In Bremen lag der Anteil von Ausländern, die Sozialleistungsbetrug begingen, in der Vergangenheit bis zu 85%. Es ist daher jede Maßnahme zu unterstützen, die Sozialleistungsbetrug entgegenwirkt. Deutschland ist nicht das Sozialamt der Welt, und Deutschland darf nicht länger das Wunschziel von ausländischen Sozialbetrügern werden. Es ist daher richtig, dass Ausländer und Leistungsbehörden künftig besser vernetzt werden sollen. Eine Abbildung der Leistungsbehörde, der Leistungsart, des Bezugszeitraums von Sozialleistungen im Ausländerzentralregister, kurz AZR, ist hierfür ein guter Baustein, um deutsche Behörden in der Fläche zu vernetzen und bestimmte Personalabfragen abrufbar zu machen. Auch einheitliche IT-Sicherheitsstandards bei der Identitätsüberprüfung von Ausländern stellen wir uns nicht entgegen. Langfristig muss es jedoch eine selbstverständliche Staatsräson werden, dass sich der großzügige Sozialstaat und offene Grenzen in Bezug auf illegale Migration gegenseitig ausschließen. Andernfalls wird es dabei bleiben, wer Geld braucht, kommt nach Deutschland, wer Geld hat, wird Deutschland verlassen. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank. Herr Abgeordneter Janich, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass hier keine Präsidentin, kein Vizepräsident als
Präsidenten einer Fraktion gewählt wurden und auch nicht als solche agieren. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Sie sind erst seit September 2021 Mitglied des Hauses. Deshalb ein kleiner Hinweis. Die korrekte Anrede für den Vizepräsidenten Kubicki, wenn er hier amtiert, ist Herr Präsident. Und für die Präsidentin und die Vizepräsidentin Frau Präsidentin. Ganz einfach. Und damit haben wir das jetzt auch geklärt und fahren in der Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Stefan Thomé für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der Titel des Gesetzes, das wir heute Abend einbringen, heißt Datenübermittlungsvorschriften-Anpassungsgesetz. Klingt sehr technisch, ist es auch ein bisschen, aber trotzdem ein weiterer wichtiger Baustein für das ausländerrechtlich-aufenthaltsrechtliche Gesamtkonzept der Koalition. Es ist ein wichtiger Bestandteil, denn Klarheit über die Identität eines Ausländers ist im gesamten Ausländerrecht das A und O. Alle Behörden müssen wissen, Sozialbehörden, Sicherheitsbehörden, Ausländerbehörden, wer ist die Person, um die es sich jeweils handelt. Und um Klarheit über die Identität eines Ausländers gewinnen zu können, ist das Ausländerzentralregister ein ganz, ganz wichtiger, elementarer Bestandteil. Und deswegen ist es sinnvoll, alle Daten, die vorhanden sind, dort zu sammeln und zu bündeln. Natürlich ist auch hier das Persönlichkeitsrecht der Person jeweils zu wahren. Auch da gibt es sensible Gesundheitsdaten, die nicht jeder immer gleich wissen muss. Und deshalb ist es das Ziel, maximale Klarheit über die Identität einer Person herzustellen. Welche Leistungen werden bezogen? Woher und für wen ist sie gedacht? Welche ausländerrechtlichen relevanten Erkenntnisse liegen über eine Person vor? Und gleichzeitig klare Regeln zu schaffen und maximale Kontrolle zu behalten über das, was da gespeichert, verarbeitet, weitergegeben, verändert oder gelöscht wird. Und deswegen muss man Zugriffsrechte klar definieren. Wer darf welche Daten an wen weitergeben, zu welchem Zweck und zu welchen Zwecken dürfen Daten eingesehen, bearbeitet, verarbeitet, geändert, weitergegeben oder gelöscht werden. Und deswegen muss man auch die Zugriffe dokumentieren, damit man nachvollziehen kann, wer eben wann auf welche Daten zugegriffen hat. Denn nicht alle Behörde muss und darf alles sehen, aber entscheidende Informationen müssen ausgetauscht werden in digitaler Form und am besten auch gleich in Echtzeit. Und deswegen möchten wir, dass diese Daten an das Datenschutz-Cockpit angebunden werden, damit man sehen kann, wer auf die Daten zugreift, wer daran etwas geändert hat und wer es weiter bearbeitet hat, wer es gelesen hat und wer es etwa gelöscht hat. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht das Bild von der Doppeltür entwickelt. Es braucht also eine Rechtsgrundlage für die Stelle, die Daten weitergibt, sozusagen durch die erste Tür in einen Zwischenraum hineinstellt. Und es braucht auch eine Rechtsgrundlage für den Datenempfänger, also für die Behörde in dem Zimmer dahinter sozusagen, die durch die zweite Tür in diesen Zwischenraum hineingreift und die Daten herausholt. Das ist sozusagen die Grundlage für die Datenweitergabe. Und genau das wollen wir in diesem Gesetz auch abbilden. Denn dieses Gesetz zielt darauf ab, beteiligte Behörden besser zu vernetzen, den digitalen Datenaustausch sicherzustellen, aber eben auch den Datenschutz bestmöglich zu wahren. Und dazu dient es auch, dass wir Daten, die aktuell wichtig sind, gegebenenfalls auch durch Push-Nachrichten schnell weitergeben. Ich will im Einzelnen ein paar Bestandteile erwähnen. Einmal Mitteilungspflichten bei Sozialleistungsbezug. Denn bisher ist es so, dass die Ausländerbehörden keine Kenntnis darüber haben, wo und bei welcher Behörde eine Person Sozialleistungen bezieht und wer dafür zuständig ist. Und das wollen wir künftig verbessern. Leistungsbehörden sollen zentral an das Ausländerzentralregister angeschlossen werden, um schnell relevante Personen über einen Vorzug zum Beispiel des Ausländers zu erhalten. Und das ist ein wichtiger Fortschritt, den wir in diesem Gesetz erzielen, meine Damen und Herren.
Wir wollen künftig, dass erhobene Angaben zu ausländischen Papieren nach bundeseigenen IT-Standards verarbeitet werden, was bislang nicht der Fall ist. Bislang entstehen Medienbrüche, und die führen zu Verzögerungen und manchmal auch zu Unklarheit. Und genau das wollen wir verbessern, meine Damen und Herren. Auch im Bereich der Erwerbsmigration wollen wir, dass künftig die zuständigen Stellen besser vernetzt sind, schon ab Visumsantrag oder Eingang des Antrags bei der Ausländerbehörde, auch wenn der Aufenthalt nur kurz ist. Und schließlich kommt, und das ist ein wichtiger Punkt für uns, der Datenschutz gleichwohl nicht zu kurz. Ich sagte schon, das Ausländerzentralregister soll ans Datenschutzcockpit angeschlossen werden, damit Abfragen für Betroffene besser nachvollziehbar sind. Und so kann man als Fazit feststellen, dass die zuständigen Stellen besser vernetzt werden, dass Vorgänge besser automatisiert werden, dass aber gleichwohl der Datenschutz beachtet wird. Das ist alles sehr, sehr technisch, aber es sind wichtige Voraussetzungen, damit das Ausländerrecht bei uns besser funktioniert und die Prozesse bei uns besser und schneller funktionieren. Ich danke Ihnen. Einen schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich gehe sofort weiter in der Debatte und gebe das Wort an Gülistan Yüksel für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aus Gesprächen mit meiner Ausländerbehörde in Mönchengladbach weiß ich nicht nur um die großartige Arbeit, die die Angestellten dort tagtäglich leisten. Ich weiß auch, dass die Arbeit gelegentlich einfacher sein könnte, zum Beispiel durch sinnvolle, zeitgemäße Regelungen zur Digitalisierung. Und genau das haben wir uns als Ampelkoalition vorgenommen. Wir bringen endlich die Digitalisierung und Verwaltung voran, denn hier gibt es einiges aufzuholen. Ich bin deshalb froh, dass wir heute einen Gesetzentwurf beraten, der den Ausländerbehörden ihre Arbeit grundlegend erleichtert. So umständlich die Titel dieses Gesetzes auch klingen mag, so bringt es doch wichtige Vereinfachungen und Verbesserungen. Wir steigern durch eine stärkere Digitalisierung und Vernetzung zwischen Ausländer- und Leistungsbehörden die Effizienz der Verwaltung. Dadurch beschleunigen wir Verfahren und schaffen konkrete Abhilfe bei der Überlastung der Behörden. Zukünftig soll der Austausch von bestimmten Daten zu existenzsichernden Leistungen automatisiert über das Ausländerzentralregister erfolgen. Dazu zählen unter anderem Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter, der Unterhaltsvorschussstellen oder der Sozialhilfe. Es geht konkret um Informationen darüber, welche Art Leistung eine Person bekommt, welches die zuständige Leistungsbehörde ist und wie lang eine staatliche Leistung bezogen wird. Darüber hinaus erleichtert auch die geplante Speicherung der Verpflichtungserklärung weitere Prozessschritte. Hier ist der parlamentarische Staatssekretär Özdemir ja eben darauf eingegangen. Bisher werden Daten und Dokumente behördenintern noch zu oft per Mail oder auch sogar noch per Post ausgetauscht und abgefragt. Das dauert viel zu lange und führt zu vielen kleinen und zeitintensiven Arbeitsschritten, welche die Verfahren unnötig in die Länge ziehen. Das belastet nicht nur die Mitarbeitenden, es sorgt auch bei den betroffenen Personen für Unverständnis. Zum Beispiel, wenn sie dieselben Dokumente bei verschiedenen Behörden immer wieder vorlegen müssen. Gerade beim Rechtskreiswechsel der Ukrainerinnen und Ukrainer, da sind Sie ja auch eben drauf eingegangen, Herr Kollege, hat sich zum Beispiel gezeigt, welche Belastung die Behörden mit den manuellen Abfragen von Daten haben. Nur über Umwege konnten die betroffenen Behörden herausfinden, ob ein Bezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bestand. Die Antragstellenden mussten gebeten werden, eine entsprechende Bescheinigung selbst beizubringen. Für die Ausländerbehörden entfallen also viele manuelle Abfragen zu Sozialleistungen. Zudem werden Einzelfallrecherchen minimiert, Verfahren schneller bearbeitet und Leistungsmissbrauch vorgebeugt. Gleichzeitig profitieren auch die Menschen, deren Daten gespeichert werden, denn ihnen werden bald unnötige Behördengänge erspart. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie sehen, enthält das Gesetzesvorhaben gute und wichtige Ziele. Gleichzeitig dürfen und werden wir aber nicht den Datenschutz der betroffenen Personen aus den Augen verlieren.
Denn das Ausländerzentralregister enthält schon jetzt zigtausende, teilweise sensible Daten. Und hinter all diesen Daten stehen Menschen und Einzelschicksale. Es ist daher klar, dass wir den Gesetzentwurf auch hinsichtlich datenschutzrechtlicher Bedenken genau prüfen und dass wir als Gesetzgeber verpflichtet sind, möglichen Datenmissbrauch im Blick zu haben. Darauf werden wir in den anstehenden Verhandlungen genauestens achten. Herzlichen Dank und alles Gute für die bevorstehende Weihnachtsfeier oder Weihnachtsfest. Das stimmt, Weihnachtsfeiern gibt es gerade ganz viele. Ne? Und das nächste Wort erhält Mechthilde Wittmann für die CDU-CSU-Fraktion, die jetzt vielleicht auch etwas zuhört dabei. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Jahr wurden bereits, jetzt Stand November, 304.581 Asylerstanträge gestellt. Und bis Ende November gab es insgesamt über 230.000 anhängige Verfahren. Das sind sehr hohe Zahlen, die unsere Behörden im Bund, Land und natürlich insbesondere in den Kommunen sehr fordern, insbesondere was auch die Abarbeitung und die Verfahren betrifft. Und in seinem Brandbrief hat der Präsident des BAMF an die Innenministerin deutlich gemacht, dass sich seine Behörde seit über einem Jahr gegen diese stetig steigenden Zugangszahlen stemmt. Er beschreibt, dass es immer schwieriger wird, die aufeinander abgestimmten Regelprozesse aufrechtzuerhalten. Die Zahl der nicht erledigten Asylanträge steigt wieder an, und dies, obwohl die Behörde mit mehr Personal und umfangreichen Prozessvereinfachungen bereits eine sehr hohe Schlagzahl erreicht hat. Und dies zeigt uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass unsere Behörden dringend entlastet werden müssen. Und dies muss auch dadurch geschehen, dass wir die Migration begrenzen und ordnen. Das ist das erste erklärte Ziel. Und gleichzeitig, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Yüksel, keine Angst, hören Sie mal zu, man kann es Ihnen ja nicht oft genug sagen. Gleichzeitig müssen unsere Behörden effektiver und schneller arbeiten können. Und mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Digitalisierung im behördlichen Austausch zwischen den Ausländer- und Sozialbehörden vorangetrieben werden. Das ist ein richtiger Schritt. Aber die große Anzahl der Flüchtlinge, die jetzt zu uns kommen, macht diesen Schritt auch mehr als überfällig. Und deshalb ist es richtig, dass die Ausländer- und Sozialbehörden in die Lage versetzt werden sollen, Informationen in den Bereichen Integration, Arbeitsmarktzugang und vor allen Dingen auch soziale Leistungen zentral speichern, aber auch abrufen zu können. Und Dreh- und Angelpunkt hierfür ist das Ausländerzentralregister. Den Ausbau dieses AZR als zentrale Informationsplattform im Ausländerwesen hatten übrigens die vormaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Horst Seehofer mit ihren beiden Datenaustauschverbesserungsgesetzen maßgeblich vorangetrieben. Und deswegen kann nun richtigerweise in dem AZR abgebildet werden, dass auch die Ausländer- und Sozialbehörden zentral Zugriff haben und auch einstellen können. Und dieses soll auch so bleiben. Und unsere Länder, wie Sie alle wissen, wünschen sich, dass auch weitere Daten dort eingestellt werden können. Allerdings, meine Damen und Herren, bleibt sich die Bundesregierung bei diesem Gesetzentwurf jedenfalls einem Motto treu. Erst kommt ewig gar nichts und dann nur sehr spät. Die Ministerpräsidenten hatten bereits im November 22 und noch mal im Mai und Juni 23 Beschlüsse zur Digitalisierung des Ausländerwesens getroffen. Und erst jetzt im Dezember 23 legt das Innenministerium einen Gesetzentwurf vor. Und erlauben Sie mir noch eine Randbemerkung an dem Punkt. Das will auch noch nichts heißen bei Ihnen, denn auch das Rückführungsverbesserungsgesetz hat es schon mal bis hierher geschafft, aber eben auch nicht weiter, weil Sie immer noch streiten. Und deswegen hoffen wir mal, dass Sie wenigstens da das Streiten umgehen können. Es wäre ein Novum in Ihrer Regierungszeit, ein Novum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der hier vorliegende Gesetzentwurf schafft unter anderem die rechtlichen Möglichkeiten der Digitalisierung der Ausländerbehörden. Und auf dieses Gesetz muss nun auch die konsequente Umsetzung folgen. Hierfür braucht es eine gute Infrastruktur in den Behörden. Und genau hierbei ist es wichtig, dass nicht nur die kommunalen Behörden, sondern vor allen Dingen auch das BAMF und das BVA als zuständige Bundesbehörden hinreichend unterstützt werden. In fachlicher, in personeller und vor allem auch in finanzieller Hinsicht. Denn die Digitalisierung der Verwaltung erschöpft sich nicht in Gesetzen. Es bedarf vor allem der IT, und die IT bedarf insbesondere ausreichender Finanzen. Schaut man sich jedoch den ersten Haushaltsentwurf für 2024 an, der wahrscheinlich sich in diesem Punkt ja wohl auch nicht mehr verbessern wird, so fragt man sich schon, ob es bei der Regierung nur bei dem Willen bleibt, zu digitalisieren, oder ob er tatsächlich auch umgesetzt wird. Das hat sich der Präsident
des BAMF in seinem Brief mit größter Sorge an die Innenministerin auch gefragt. Er hat es so vorgetragen und er hat unter anderem mitgeteilt, dass die Mittel nicht einmal mehr dafür ausreichen könnten, um den Betrieb der elementaren IT-Anwendungen am Laufen zu halten. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist auch hier dringend Handlung, und das bedeutet Geld geboten. Und deswegen muss sich dieses Gesetz auch in den Zahlen des kommenden Haushalts widerspiegeln und nicht nur in den Reden, die wir hier hören, wenn Sie es mit dieser Verfahrensvereinfachung ernst meinen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden bei den kommenden Haushaltsberatungen im Besonderen darauf achten, wie Sie mit der IT-Ausstattung umgehen, und zwar nicht nur was das BAMF betrifft, sondern alle Behörden betrifft, bis hinunter zur Unterstützung der Kommunen, die die Schnittstellen entsprechend mit einrichten müssen und die hier entsprechend in die Lage versetzt werden müssen. Sie sind jetzt gefragt, dass Sie nicht nur auf dem Rücken derer, die Leistung bringen in unserem Land, wieder einmal ihr Haushaltsloch stopfen, sondern dass sie Einsparungen da vornehmen, wo es dringend notwendig ist, Leistungsanreize schaffen und dieses Geld auch in die IT-Infrastruktur stecken. Vielen Dank. Carmen Wecke gibt ihre Rede zu Protokoll, und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19470 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir auch so. Wir gehen weiter. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 18, Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Die Hisbollah